Servus Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute stelle ich mal ein Buch vor, was bis vor einem Jahr, 10 Jahre lang ein alleinstehendes Buch war, bis dann letztes Jahr eben der zweite Teil erschien, zu dem ich dann später auch noch was sagen werde. Es geht um Erebos. Erebos ist ein unglaublich spannendes Buch, was auch im Jahr 2010 den Deutschen Jugendliteraturpreis gewonnen hat, was für sich spricht, finde ich. Hinten auf dem Buch steht drauf, Erebos ist ein Spiel. Es beobachtet dich. Es spricht mit dir. Es belohnt dich. Es prüft dich. Es droht dir. Erebos hat ein Ziel. Es will töten. In dem Buch geht es um eine Londoner Schule, also es ist ein deutschsprachiges Buch, die Autorin lebt auch in Österreich, aber es spielt halt in London an einer Schule, wo plötzlich ein geheimnisvolles Computerspiel als CD rumgereicht wird. Keiner weiß so richtig, worum es da geht, keiner darf auch darüber reden, man weiß auch nicht, wer es einem verbietet, aber es hat halt irgendwie was Geheimnisvolles und keiner will einem was dazu sagen. Und irgendwann kommt es natürlich zu Nick, der Hauptfigur. Nick ist 16 Jahre alt und will natürlich direkt rausfinden, was es mit diesem Spiel auf sich hat, legt es sofort in sein CD-Laufwerk und ist ziemlich schnell abhängig von diesem Spiel, weil es so unglaublich realistisch gestaltet ist, nicht nur von der Grafik im Spiel, sondern auch kommt es irgendwann dazu, dass das Spiel einem Aufträge im Real Life aufgibt. Zum Beispiel irgendwie, jetzt geh mal vor die Haustür, geh 2 Straßen weiter unter dem Baum so und so und grab da in der Erde und da findest du etwas. Und man fragt sich natürlich erstmal, woher weiß das Spiel das? Und man fragt sich, okay, wie will das Spiel das überprüfen, ob ich das auch wirklich mache? Und diese Aufträge des Spiels werden halt immer fragwürdiger, sodass man sich anfängt zu fragen, okay, ist das gegen meine moralischen Vorstellungen oder ist das vielleicht sogar gegen das Gesetz? Und man muss anfangen abzuwägen zwischen, mache ich das jetzt oder mache ich das lieber nicht. Das Problem ist nur, wenn man es nicht macht, kommt man nicht weiter. Und das Problem wird sogar noch krasser. Das Spiel fängt an, dich zu bedrohen. Sagt dir, okay, das und das passiert, wenn du es nicht machst. Und das sind krasse Drohungen. Und es ist auf jeden Fall ein Thriller, der sehr, sehr spannend ist. Es hat im Grunde bei jedem Kapitel irgendwie einen Cliffhanger und deswegen würde ich auch sagen, dass es nicht unbedingt nur ein Jugendbuch ist. Klar ist es für Jugendliche geschrieben, die Figuren sind Jugendliche, aber man kann es definitiv auch als Erwachsener lesen. Meine Eltern haben es beide gelesen und fanden es auch sehr, sehr gut. Ich finde, man kann diesem Buch definitiv auch so ein bisschen was Pädagogisches unterstellen, einfach aus dem Grund, so weil es dieses Thema Online-Sucht so ein bisschen behandelt, dass man eben aufpassen muss, dass man nicht zu sehr in Computerspielen versinkt und dass nicht alles, was im Internet steht, was das Internet einem sagt, die Wahrheit ist, dass das auch gelogen sein kann, auch wenn es von einem Freund kommt, der es einem gegeben hat und dass man nicht alles machen muss und dass man immer alles hinterfragen muss. Und sonst ist es, wie gesagt, einfach ein spannendes Buch. Ständig kommt irgendwie was Neues raus und ständig fragt man sich, boah, warte, was? Wie kann das denn sein? Geht das wirklich? Und auch das Ende fand ich ziemlich, ziemlich gut. Wirklich ein empfehlenswertes, spannendes Buch, was eine spannende Thematik auch beinhaltet, eben mit den Computerspielen, die sehr realitätsnah sind. Der zweite Teil ist dann eben 10 Jahre später, letztes Jahr erschienen, 2019. Und man könnte erstmal denken, es handelt sich um eine standardmäßige Fortsetzung. Es ist halt einfach deshalb da, weil Erebos ist zurück. Wow, ja, machen wir mal eine Fortsetzung, könnte man erstmal denken. Aber die Autorin hat gesagt, es ist auch nur deshalb eben erschienen, weil sie bemerkt hat, wie ja die technische Entwicklung sich in den 10 Jahren eben sehr, sehr weiterentwickelt hat. Und deswegen gab es eben sehr, sehr viele neue Möglichkeiten für Erebos. Und ich finde, das merkt man auch. Auch wenn man erstmal vom Klappentext her denkt, okay, es ist halt eine standardmäßige Fortsetzung, Erebos ist zurück. Aber es hat halt diese neuen technischen Elemente, wo man selbst aus der heutigen Zeit, wo man einen krassen technischen Stand hat, sich fragt, warte, das soll gehen? Nein, das kann nicht gehen, das muss fiktiv sein. Aber das Schlimme ist, es geht. Und man denkt sich immer wieder, krass, das ist echt, ja, schon fast ein bisschen gruselig, wenn man darüber mal nachdenkt, was für Möglichkeiten es da heute gibt. Und so hat dieses Buch eben definitiv auch was Neues. Und auch in der fiktiven Geschichte gibt es tatsächlich eine essentielle Neuerung zum ersten Teil. Gibt da natürlich kleine Dinge, wie zum Beispiel, dass das Ding jetzt nicht mehr ein Computerspiel ist, sondern halt eine App auf dem Smartphone. Aber eben auch eine essentielle Änderung, die ich natürlich jetzt nicht vorwegnehmen möchte. Es ist auf jeden Fall was Neues und man kann es definitiv lesen. Wenn man jetzt den ersten Teil gerne mag, dann
finde ich, der zweite Teil lohnt sich auf jeden Fall eben durch diese ganzen technischen Neuerungen in den letzten 10 Jahren. Definitiv lesbar. Und ich finde definitiv auch, dass der erste Teil sich noch lohnt, auch wenn die Technik nicht mehr ganz die neueste ist, ist es definitiv noch zeitgemäß. Ja, das sind die beiden Bücher, die ich euch vorgestellt habe. Von mir gibt es eine definitive Empfehlung zum Lesen, auch für Nicht-Jugendliche. Und dann würde ich sagen, schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Auch die Bücher, wenn ihr sie gelesen habt, und schreibt mir mal, ob ihr sie lesen werdet. Aufgrund meiner Empfehlung würde mich interessieren. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.